herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute gibt es wieder eine Wunscherfüllung aus dem Mitgliederbereich. Diesmal aus Österreich. Der Thomas Kovac, der hat sich einen außergewöhnlichen Milkshake gewünscht. Gut? Wolltest du haben? Kriegst du von mir. Und zwar gibt es heute ein Salted Caramel Milkshake in zwei Variationen. Hier kommen die Zutaten für den Salted Caramel Milkshake. Und zwar brauchen wir für die Vorbereitung für das Salted Caramel 10 Gramm Wasser, 75 Gramm Sahne, 75 Gramm Butter, 20 Gramm Vollrohrzucker, 85 Gramm braunen Zucker, einen halben Teelöffel Meersalz und einen halben Teelöffel Vanillepaste. Wir werden uns damit dieses Salted Caramel zubereiten. Wer ein Fan davon ist und mag es auch über Pudding, über Kuchen, also Käsekuchen oder sowas, der kann sich natürlich direkt die doppelte oder dreifache Menge zubereiten. Lässt sich im Kühlschrank sehr gut halten. Und nachher für den Milchshake selbst brauchen wir zusätzlich noch 300 Gramm Milch, eine Handvoll Eiswürfel und 100 Gramm Vanilleeis. Die Eiswürfel und das Vanilleeis habe ich natürlich jetzt noch nicht hier stehen, sonst schmilzt mir das weg. Und dann gibt es die Option, einmal den so plain zu machen oder man macht ihn mit Turbo und gibt dann noch einen kalten Espresso dazu. Ich habe mir den zubereitet halt von so einem Stick und lass den auch jetzt erstmal kalt werden. Wir beginnen damit, dass wir unsere 10 Gramm Wasser in den Mixtopf machen. Dann 75 Gramm Sahne. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch immer bei Karamell an die genauen Gewichtsangaben haltet der einzelnen Zutaten, weil ansonsten wird es nichts. Dann die 20 Gramm Vollrohrzucker, die 85 Gramm braunen Zucker, einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel von der selbstgemachten Vanillepaste. Und ihr kennt das ja, wenn ihr Vanillepaste kauft, dann habt ihr viel Gel drin und ganz, ganz wenig Samen. Und schaut mal, so sieht unsere aus, wenn wir die selbst machen. Das ist eine ganz andere Qualität. So, einen halben Teelöffel. Das Ganze wollen wir jetzt erhitzen und zwar ohne unseren Messbecher. Dafür setzen wir unser Spritzschutzsieb ein. Und das Ganze wird erhitzt 7 Minuten lang auf Aroma auf der Stufe 2. Das Karamell ist fertig. So sollte es aussehen. Es sollte keinen Schaum mehr oben drauf haben. Ja? Und ich habe jetzt mein Glas, das ist sterilisiert und das habe ich jetzt auf dem Holzbrett stehen, damit mir bei der Temperatur von Karamell das Glas nicht wegplatzt. Mag ich jedenfalls kein Risiko eingehen und ich gebe das Karamell auch ganz langsam hinein. Wenn ihr jetzt Karamell macht, ungefähr die doppelte Menge oder so, dann schaltet die Geschwindigkeit auf Stufe 3. Dann kann der Dampf auch besser entweichen und es kocht euch nicht so hoch. Und ihr habt jetzt hier ungefähr 225, 230 Gramm Karamellsoße. Jetzt gehen wir an die Zubereitung, lieber Thomas, deines außergewöhnlichen Milkshakes, weil meine Sachen sind relativ abgekühlt und jetzt gebe ich 300 Gramm Milch in den Mixtopf, dazu noch 100 Gramm Vanilleeis und ihr könnt bei mir mal in die Getränke-Playliste schauen.
Dort gibt es ein Eiskaffeepulver. Und in demselben Rezept hinten dran habe ich euch noch das Rezept gemacht für das Vanilleeis. Es ist ein wirklich tolles Rezept, könnt ihr euch selber machen. Und das geht super einfach. Dann kommen noch eine Handvoll Eiswürfel dazu. Und ihr könnt jetzt in dem Rezept weitermachen. Dann ist es auch gut für Kinder. Oder ihr gießt noch euren Espresso dazu. Dann wird es ein Erwachsenengetränk. Und das wird jetzt vermischt. Und zwar 20 Sekunden. Und achtet darauf, dass ihr euch die Ohren zuhaltet. 20 Sekunden auf der Stufe 8. Dann nehmt ihr eure Karamellsoße und lasst so ein bisschen hier so den Rand runter träufeln. Das dient rein zu Dekorationszwecken. Da an der Seite auch noch ein bisschen. So. Und dann geben wir unseren Milkshake rein. Entweder trinkt ihr jetzt schon so oder ihr seid richtig schweinzig unterwegs und könnt euch noch frische Sahne anschlagen oder wie ich die Faulenzer Sahne ausnahmsweise. Ja, guckt mal. So, dann habe ich noch ein paar Toffees. So ein Karamell habe ich dann klein geschnitten. Könntet die nämlich super dekorieren. Und dann komm, noch ein bisschen von der Soße so drüber träufeln lassen. Das wird bestimmt cool auf dem Bild. Schaut mal, schaut mal. Ist das nicht toll? So, lieber Thomas, auf dich. Ja, du hast es dir gewünscht. Ich probiere es jetzt mal. Mmh. Oh, also mit dem Espresso richtig, richtig gut. Wirklich nicht zu süß. Und wie gesagt, wenn man es süßer mag, macht man mehr Karamell rein, gell? Aber damit verziehe ich mich jetzt auf die Couch und gönne mir eine Pause. Und euch wünsche ich viel Spaß bei der Nachbereitung. Liebe Grüße an dich, lieber Thomas, nach Österreich. Und bleibt neugierig aufs nächste Rezept. Frohes Wochenende. Bis dann. Ciao.